Für Mark Hofer ist es normal, dass er den Abfall von anderen Leuten wegräumt. Das ist für ihn auch nicht irgendwie komisch oder schlimm, sondern durchaus ein ehrenhafter Job. Die Einstellung hat uns beeindruckt, wir haben ihn begleitet. Mark, wie viel Sex sind da drin? 3-4 Container. 40, 50, 6 so. Ja. Um den Daumen. Aber sie sind natürlich schon so verteilt, dass nicht jeder auf dem äußersten Ecken ins Center laufen muss. Das Ziel ist ja dann mal alles komplett so und nur noch Industriecontainer. Seit über 10 Jahren ist Mark Hofer Müllmann. Der gelernte Lebensmittelverkäufer wechselte sozusagen vom ersten Glied der Konsumkette ins letzte. Ich finde den Job auch sehr ehrenhaft, weil wir räumen die Welt auf. Wir schauen für die Leute, dass sie super haben. Es ist jetzt nicht so ein prestigelastiger Job, klar. Aber ich finde es ehrenhaft, wir machen etwas Gutes. Da hoffe ich durch Corona, dass die Normale von vorher wieder anfangen zu schätzen. Vielleicht auch darüber nachdenken, was ist wichtig, oder? Was brauche ich? Vielleicht kaufe ich mal weniger ein und werfe dafür auch weniger fort. Wir haben zu viel. Und das ist für uns normal. Und ich glaube, wir müssen irgendwo an eine Grenze hin, wo es uns gut geht, aber wo für den Planeten und für unsere Mitmenschen auch in einem Rahmen des Verträglichen liegt. Was er aber nicht als normal empfinde, sei, was da zum Teil alles fortgeworfen werde. Das tue richtig weh. Ein Kollege habe deswegen den Job gekündigt. Also Weihnachtszeit, dass man stellenweise ganze Kilo Brot wie aus dem Laden aufladet. Oder Rollschinkli wirklich wie aus dem Ladengestell. Und dann mehr oder weniger direkt im Abfall. Da zeigt einfach, man schätzt die Nahrung nicht. Du musst dir ein Fell wachsen lassen. Also stellenweise hast du schon, wo du denkst, mein Gott, gerade Brot, du kannst so vieles eingefrieren heutzutage mit Möglichkeiten, wo ich es dann nicht verstand. Mark ereifert sich nicht nur über diese Wegwerfmentalität, sondern tut etwas dagegen. Ehrenamtlich setzt er sich bei Foodcare ein, eine Organisation, die Lebensmittel, welche sonst weggeworfen würden, an Bedürftige weitergibt. In den Räumen der Freien Evangelischen Gemeinde Gosau treffen sich heute gegen 30 Menschen, die vom Angebot Gebrauch machen wollen. Vorher wurde abgeklärt, ob wirklich Not da ist, sagt uns Markus Hoffmann, der Leiter von Foodcare. Es ist natürlich viel dann von der Industrie her oder von dem Detailhandel, dass sie Angst haben, dass sie die Leute bei ihnen nicht mehr einkaufen können, dass wir sie quasi konkurrenzieren. Aber die Realität ist, die Leute gehen so oder so nicht mehr dorthin, weil es momentan immer schwieriger wird. Das kann man sich nicht mehr finanziell leisten. Und wir haben sehr viele Produkte, gerade auch Bioprodukte, die manchmal überschüssig sind, die enorm wichtig sind, gerade auch in den Wintermonaten, wo die Sachen eher teuer sind in diesem Bereich, wo wir Menschen in Not helfen können. Die Waren bekommen sie von Großverteilern. Lebensmittel, die noch gut, aber nicht mehr zu verkaufen sind. In kleinen Gruppen können die Menschen sich bedienen. Sie bezahlen 20 Franken und dürfen danach 3 große Säcke füllen. Wie viele Haushalte können bei euch als Waren holen? Also rund 2'000 Haushalte aktuell pro Monat. Wir gehen etwa von 4-4,5 Personen pro Haushalt aus. Dann kann man das rechnen mit etwa 2'000 Haushalten, was das ungefähr gibt. Also fast eine kleine Stadt. Über eine Kollegin sei er auf die Arbeit hier aufmerksam geworden, sagt Mark. Bis zu 80 Mitarbeitende an 21 Standorten sind für Foodcare ehrenamtlich im Einsatz. Ich habe die Möglichkeit gesucht, für Gott nicht nur Geld zu spenden, sondern auch Arbeit und Zeit von mir selber. Und dann ist das an mich herangekommen und gefunden, ja, das ist doch gut zu machen. Mir ist Gott auf jeden Fall sehr wichtig. Ich war auch eine Art längere Zeit ungläubig wie gläubig. Und ja, mit der Zeit hat sich das so entwickelt, dass ich einfach, eben, wir hätten mal angefangen zu spenden. Und ich bin allein, keine Familie, kein Kind und habe gefunden, hey, mir langt das Geld, 100% Job, auch gute Anstellungsbedingungen bei uns, bei der ZAB. Und ich fand, ja, ich könnte ja weniger arbeiten, aber ich wollte nicht 20% mehr auf dem Sofa liegen, sag ich jetzt mal. Zurück bei der Abfallverwertung ZAB in Batzenheid. Pro Abfalltour kommen 10 Tonnen zusammen, sagt Mark.
Ziel ist natürlich nicht in erster Linie die Verbrennung. Bereichsleiter Urs Gorradini macht ein Beispiel. Nein, unser Ziel ist natürlich nicht, alles zu verbrennen, sondern zuerst ist Abfall zu vermeiden. Das passiert eigentlich schon daheim. Der zweite Punkt ist, Abfall zu vermindern. Also wir versuchen da überall die wertvollen Materialien herauszunehmen. Und erst am Schluss kommt die thermische Verwertung, die wir als Fernwärme nutzen oder Strom produzieren. Doch auch dort landet zum Teil sehr wertvolles Material. Urs Gorradini zeigt Marc, was bei der letzten Ofenrevision gefunden wurde. Ein Goldbarren im Wert von ca. 13.000 Franken. Spaß habe er auch heute noch an seinem Job. Ich mache es jetzt über 10 Jahre und es ist halt abwechslungsreich. Ich bin Edge-Springer. Das heisst, ich sehe verschiedene Touren, verschiedene Materialien von Papier, Bio, Kehricht, Zeitungen, Plastik. Und da finde ich, ist es nicht langweilig. Bei Marks Hobby zeigt sich, dass auch er Dinge nicht zu schnell entsorgt. Sein Cabrio ist schon über 20 Jahre alt. Zusammen mit seinem Freund und Garagisten Rees Koller machen sie den Frühlingscheck für seinen MX-5. Das ist halt cool. Erstens ist Sommer, Cabrio. Muss ich sagen, am meisten geniesse ich fast einmal den Weg vom Arbeiten heim, wenn du einen heissen, strengen Tag hast, Dach auf, heimfahren. Wunderschön. Das zweite ist, sind wie Coca. In der Pässe sind das, also ich lebe auf der Straße. Es ist also Fahrfeeling. Gehört für dich so ein bisschen zu einem guten, normalen Leben? Nein, müsste nicht sein. Nein. Also da ist sehr, sehr viel Luxus. Also empfinde ich so. Und doch spürt man bei ihm und seinem Garagisten eine Vorfreude auf den kommenden Frühling. Ich freue mich sehr. Vor allem eben auch das Wetter wieder und mal. Und auch aufs Auto. Ich fahre sehr gern. Ja, das habe ich schon vermisst, auf jeden Fall. Ja. Gut, also, mach mal, das stimmt doch. Schön. Warte,